Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von Home of Smart mit einem neuen Review zu einem Produkt von Devolo. Ja, Devolo kennt man schon als Freund des Kanals hier, gibt da lauter Powerline-Adapter mit immer besseren Möglichkeiten. Man steckt einen Powerline-Adapter dann neben den Router und die anderen verteilt man in der Wohnung und dann gibt es das Internet über Strom. Jetzt hat Devolo aber allerdings mit dem Wi-Fi 6 Repeater 5400 so ein ganz anderes Sortiment für sich erkannt, nämlich die Repeater. Man hat ein Gerät, steckt es irgendwo in eine Steckdose und hier ist die Besonderheit bei diesem Repeater, dass man halt den nicht einfach nur direkt in die Steckdose steckt, sondern man hat halt noch ein etwas längeres Netzkabel dabei. Das ganze Gerät ist weiß, das Netzkabel ist wieder schwarz, das machen aber alle Hersteller so. Ich finde das immer schöner, wenn das Netzkabel dann auch in der gleichen Farbe daherkommt, weil dann kann man es noch viel besser verstecken und es fällt weniger auf. Wenn man schon so clean ist, könnte man es halt auch ganz durchhalten, aber nun gut, wenn man es irgendwo auf die Kommode stellt oder so, dann fällt es natürlich gar nicht weiter auf. Wir haben hinten noch Gigabit LAN-Anschlüsse. Das heißt, wir können auch, wenn das jetzt zum Beispiel neben der Spielekonsole steht, das Gerät, dann können wir die auch per Kabel andocken oder den Arbeitsrechner, gar kein Problem. Und der Vorteil bei einem solchen Wi-Fi 6 Repeater ist natürlich, dass wir nur ein Gerät irgendwo in die Wohnung stellen müssen. Ja, das heißt, wir müssen nicht mehr dutzende kleine Adapter holen. Wir haben ein Device und vergrößern damit den Radius, wo das Wi-Fi hinkommt, dass es auch in die letzte Ecke der Wohnung kommt. Je nachdem, wie man das jetzt selber aufteilen möchte, aber da gibt es ja genügend Anwendungsszenarien. Für den einfachen Nutzer, es ist Wi-Fi 6, alles neu, schicko mit Mesh-WLAN. Dieser kleine Kasten kümmert sich im Endeffekt darum, dass auf der Autobahn für die kleinen Autos, die langsamen Geräte, die schnellen Geräte die bestmögliche Verbindung hergestellt wird. So kann man es im Endeffekt gut zusammenfassen und dass man immer dort, wo man sich aufhält, natürlich auch den bestmöglichen Zugang zum Wi-Fi hat. Das hat bei mir zu Hause total Sinn gemacht, weil ich einen längeren Flur habe. Im Wohnzimmer ist das Wi-Fi natürlich super, aber sobald man durch den Flur in die hinteren Zimmer geht, dann wird es doch sehr schwach, wenn da noch Fliesen mit im Weg sind und so weiter. Man kennt das im Badezimmer. Dann wird's mau. Und dieses Gerät hat halt geschafft, dass nun in der ganzen Wohnung ein gutes Wi-Fi ist. Es nimmt ein bisschen ab in den hinteren Räumen natürlich noch, das kann jetzt nicht zaubern, aber mega. Wi-Fi 6 an Bord und das Beste an dem ganzen Device ist, es hat so eine, man muss die Anleitung nicht lesen. Man drückt an dem Gerät diese Taste, diesen Taster, WPS, dann am Router nochmal den WPS-Taster und schon ist es verbunden. Das Gute an dem Gerät ist, ihr habt ein Devolo-Markengerät. Das ist nicht irgendein dahergelaufener Hersteller, sondern diese App wird weiter mit Firmware-Updates versorgt. Man hat einen Markenstandard, diese App ist super, weil man sieht auch die Datenraten, man sieht das Device, man kann das mit anderen Geräten kombinieren und hat halt für die nächsten Jahre Ruhe. Dafür ist es ein bisschen teuer als die Ramschgeräte, die man irgendwo dann am Grabbeltisch findet, ein bisschen teurer, aber man hat Ruhe. Also so ein Gerät für zu Hause, Arbeitszimmer, Ferienwohnung, mega, muss man gar nicht mehr zu sagen. Sehr gute Idee und auch noch ein ganz hübsches Design. In diesem Sinne, tschüsschen.